Am 14.08.2024 gegen 8 Uhr wurde die hauptamtliche Feuerwehr Siegburg zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage zum Bahnhof alarmiert. Im Eintreffen stellte sich heraus, dass es sich um einen Fehlalarm handelt. Im Einsatz waren der B-Dienst, die hauptamtliche Wache und eine Fußstreife der Bundespolizei. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das immer noch nicht getan habt.